Rumänien ist ein Vielvölkerstaat und so bestimmt heute das Gemisch der vielen Völker mit seinen verschiedenen Kulturen das Leben. Neben den Rumänen selbst leben hier schon lange Deutsche, Ungarn, Ukrainer, Tschechen, Russen, Tataren, Serben, Türken und Slowaken. Eine besondere Rolle spielte die Ansiedlung von Deutschen in Siebenbürgen, wo heute noch viele Städtenamen darauf hinweisen. Der Zuzug der Deutschen begann schon vor 800 Jahren. Sie verließen ihr Heimatland aus politischen und religiösen Gründen. Schlechte Lebensbedingungen zwangen sie, eine neue Heimat zu suchen. Viele Bauwerke in den Städten wie Kirchen, Klöster und Wehrkirchen sind Zeugnisse der deutschen Vergangenheit. Rumänien hat viele Landschaftsformen aufzuweisen, von den Ebenen im Süden zu den Karpaten bis hin zum Donaudelta. Die Donau durchfließt auf 1075 Kilometer Rumänien, was über ein Drittel ihrer Gesamtlänge ausmacht, um schließlich über das verästelte Delta ins Schwarze Meer zu münden. Dulcea ist seit dem Altertum eine bedeutende Hafenstadt. Nach ihrer Eroberung durch die Römer im 1. Jahrhundert war sie Basis der römischen Nordostflotte. Heute ist der wichtige Hafenstützpunkt der rumänischen Flussmarine und gilt als Tor zum Donaudelta, das als Weltnaturerbe unter Schutz steht. Das Donaudelta hat die drittgrößte Artenvielfalt der Welt. Über 5500 Flora- und Faunaarten sind bekannt. Die über 5000 Quadratkilometer der Sümpfe, Kanäle, Schilfinseln und Seen bieten den Lebensraum und das Schutzgebiet für Vögel, Fische und andere Tiere. Dieses Naturschutzgebiet beherbergt die größten Feuchtgebiete Europas. Mehr als 60% sind von Menschen unberührt. Und so kann sich die Flora und Fauna bestens bewahren. Nur die breiten und mittleren Donauarme und Kanäle sind mit größeren Schiffen befahrbar. Die Laich- und Brutplätze in den Seitenarmen bleiben ungestört. Dieser besondere Ort ist Europas besterhaltenstes Flussdelta und gilt als das größte und kompakteste Schilfgebiet, das es auf dem Planeten gibt. Seine Wasserstraßen und Sümpfe sind die Heimat von 45 Süßwasserfischarten. Viele von ihnen sind anderswo bereits ausgestorben. Das Donaudelta ist auch ein idealer Ort für Zugvögel. 6 Vogelzugrouten kreuzen sich hier. Die Vögel rasten und erholen sich, bevor es weiter Richtung Äquator oder Nordeuropa geht. Ungefähr 300 Vogelarten werden hier beobachtet. Aber auch naturliebende Menschen kommen hier nicht zu kurz. Es darf in Maßen gekämmt und beschränkt gefischt werden. Das Donaudelta ist eine eigene Welt, die sich ständig bewegt, verändert, erneuert und immer noch wächst, etwa 40 bis 50 Meter pro Jahr Richtung Osten.
Mit mehr als 7000 Kubikmeter pro Sekunde strömt die Donau auf das Schwarze Meer zu und transportiert die Sedimente zur Landvergrößerung. Doch das Delta entging nur knapp der Vernichtung. In einem Großprojekt der Regierung Ceausescu sollte es wirtschaftlich erschlossen und damit vernichtet werden. Geplant waren vor allem Ackerland und Industrieräume. Zu diesem Zweck begann man, große Areale trocken zu legen. Dass der Plan nur teilweise realisiert werden konnte, ist der Revolution 1989 zu verdanken. In der bergigen Landschaft ließ König Karol I. Schloss Belesch, seine Sommerresidenz zwischen 1873 und 1883, in Sinai erbauen. Die Architekten Wilhelm von Doderer aus Österreich und Johann Schulz aus Lemberg haben das Schloss im deutschen Renaissance-Stil entworfen. Die Erker und die Fachwerkmauern des Schlosses erinnern sowohl an die rumänische K&K-Zeit als auch an die Burg Hohenzollern, die Heimat des Königs. Sinaia hat allerdings nie zu Österreich-Ungarn gehört. Am Bau des Schlosses haben über 300 Arbeiter aus aller Welt mitgewirkt. Laut den historischen Daten waren die besten Maurer aus Italien, exzellente Zimmerleute kamen aus Deutschland und Ungarn und Arbeiter aus der Türkei brannten die Ziegel. Die verbaute Fläche des Schlosses beträgt 3200 Quadratmeter, die Anzahl der Zimmer beläuft sich auf 160. Für die damalige Zeit wurde das Schloss modernst ausgestattet. Das Gebäude wurde elektrifiziert, 2 Aufzüge eingebaut, es gab einen Telefonanschluss und warmes, fließendes Wasser. Die Innenausstattung bestand in den meisten Räumen aus Holz mit Wandtäfelungen bis zur Decke und Kassettendecken. Um die Brandgefahr zu minimieren, wurde schon beim Bau eine Zentralheizung installiert, die vom Hof aus gefeuert wurde. Die Inneneinrichtung entspricht dem Gestaltungsstil der damaligen Zeit. Namhafte Künstler wurden verpflichtet und Kunstwerke angeschafft. König Karol war ein großer Sammler. Und so wurde im Lauf der Zeit eine beträchtliche Anzahl von Antiquitäten erworben. Außer den Nutzungs- und Repräsentationsräumen richtete man große Zimmer für eine Waffensammlung von Hieb- und Stichwaffen, Kriegs- und Turnierwaffen sowie Rüstungen ein. Eine umfangreiche Bibliothek enthielt eine Sammlung von zeitgenössischen Autoren sowie alter Schriften. Das Musikzimmer wurde für seine Frau Elisabeth eingerichtet, die selbst eine große Künstlerin war. Im Schloss befindet sich auch ein im Jugendstil gestalteter Theatersaal, der in späteren Jahren zum Kino umgebaut wurde. Schloss Belesch mit seiner größtenteils historischen Einrichtung wirkt in den Innenräumen etwas düster. Es ist als Gesamtkunstwerk zu sehen und wird als schönstes Schloss Rumäniens bezeichnet.
kriegerische Auseinandersetzungen, Einfälle der Mongolen und Angriffe der Türken zwangen die religiösen Orden, Kirchen zu Wehranlagen auszubauen. Die eindrucksvolle Kirchenburg in Hermann in Siebenbürgen zählt zu den größten und besterhaltenen in Rumänien. Der Bau der Kirchenburg von Hermann wurde dann im Jahr 1280 durch den Zisterzienserorden begonnen. Das gesamte Gelände der Kirchenburg umfasst eine Fläche von über 14.500 Quadratmeter und wird von einer 430 Meter langen Burgmauer mit Schießscharten umgeben. Einst waren es sogar drei Ringmauern und ein mit Wasser gefüllter Burggraben, die die Kirche mehrmals vor feindlichen Übergriffen bewahrten. Die heute noch erhaltene Mauer ist 12 Meter hoch bis zu 4 Meter dick mit 7 vierstöckigen Wehrtürmen, wovon 6 heute noch erhalten sind. Im Inneren der Wehrmauer ist ein umlaufender Gang zu den einzelnen Türmen, die in Belagerungszeiten nur über Leitern erreichbar waren. In Krisenzeiten suchte die Bevölkerung der näheren Umgebung in der Wehrkirche Zuflucht, Lebensmittel wurden eingelagert und das Vieh im Hof untergebracht. Die Frauen mit den Kindern wohnten in den Zellen und die Männer versahen in der Wehranlage ihren Dienst. Später wandelte man die Zellen in ein Museum um und stattete sie mit Gegenständen der vergangenen Zeit aus. Der Bau der Kirche wurde vermutlich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts als dreischiffige romanische Basilika begonnen. Der Glockenturm mit einer Höhe von 58 Meter wurde um 1300 fertiggestellt. Die Kirche erhielt ihr endgültiges Aussehen um 1595, als nach einem verheerenden Brand teilweise neu gebaut werden musste. Der Altar wurde Ende des 18. Jahrhunderts vom Bildhauer Eberhard und dem Maler Mohr, beide aus Kronstadt, neu gefertigt. Die auf der Empore befindliche Orgel wurde 1889 vom bekannten Kronstädter Orgelbauer Karl Einschenk hergestellt. Sie verfügt über 950 Metallpfeifen. Ungewöhnlich sind die noch original erhaltenen Sitzbänke aus dem Jahr 1595. Sie waren für die Frauen der Gemeinde bestimmt. Nicht, damit sie es nicht so bequem hatten, sondern dass die Verzierungen ihrer wertvollen Tracht auch am Rücken gut sichtbar waren und nicht beschädigt wurden. Der Wehrturm an der Ostseite ist einzigartig. Er wurde im 14. Jahrhundert als Kapelle gebaut. Der Kapellenraum ist mit zahlreichen Wandmalereien ausgestattet, die in mehreren Schichten den gesamten Raum auskleiden. Im westlichen Teil illustrieren die Bildfelder die Vorstellung des jüngsten Gerichts. Gezeigt werden die Weltenrichter und das Apostelkollegium, das Paradies und die Hölle.
Im östlichen Teil sind Evangelisten und Kirchenväter, Apostel und Propheten jeweils mit Inschriftbändern zu sehen. Jeder Einzelne mit einem Satz aus dem Glaubensbekenntnis. An der Ostwand der Kapelle befindet sich eine Kreuzigungsdarstellung, die durch Figurengruppen begleitet wird. Die bis zu 500 Jahre alten Fresken sind durch ständige Feuchtigkeitseinwirkung in sehr schlechtem Zustand. Sie zählen aber durch ihre Gesamtheit als eine der bedeutendsten sakralen Kunstwerke Siebenbürgens. Kronstadt, rumänisch Brasov, liegt in der Karpatenregion. Kronstadt wurde von den Ritterbürgern des Deutschen Ordens im frühen 13. Jahrhundert als südöstlichste deutsche Stadt in Siebenbürgen gegründet. Über Jahrhunderte war Kronstadt das kulturelle, geistige, religiöse und wirtschaftliche Zentrum der Siebenbürger Sachsen, die seit dem 12. Jahrhundert auf Einladung des ungarischen Königs in der Region siedelten und bis ins 19. Jahrhundert die Mehrheit der Stadtbevölkerung bildeten. Es gab in den Jahrhunderten immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen mit den Mongolen und Türken und die Kaufmannsstadt wurde befestigt. Von der umgebenden Stadtmauer ist nur mehr wenig vorhanden, aber einige Stadttore blieben bis in die Gegenwart erhalten. Die deutschen Ansiedler brachten auch ihre Religion mit. Eines der größten Kulturdenkmäler ist die Schwarze Kirche. Sie ist eine der bedeutendsten Kirchen und gewiss das monumentalste Baudenkmal, das die Sachsen im Lauf ihrer 850-jährigen Geschichte in Siebenbürgen errichtet haben. Der Bau der Kirche wurde 1383 begonnen. Die Namen Schwarze Kirche erhielt sich nach dem großen Stadtbrand des Jahres 1689. Rauch und Ruß schwärzten die Mauern. Unter ungeklärten Umständen brach der Brand aus, der sich zu einer riesigen Feuersbrunst ausbreitete und den Großteil der Stadt in Schutt und Asche legte. Und so brannte auch die Marienkirche völlig aus. Das Feuer überstanden nur die schweren eisenbeschlagenen Eichenportale. Mehr als 80 Jahre überragten die rauchgeschwärzten Ruinen der gotischen Marienkirche die Stadt, bevor das Gebäude in annähernd alter Gestalt wiederhergestellt war. An der Rückseite der Kathedrale steht die Skulptur von Johannes Honterus. Er war Humanist und Universalgelehrter. Eine entscheidende Rolle hatte er auch bei der Einführung der Reformation in Siebenbürgen inne. Es gab auch eine jüdische Gemeinde in der Stadt. Ihre Synagoge wurde im 19. Jahrhundert errichtet. Eine Kuriosität ist die Schnurgasse. Bei nur einer Breite von 111 bis 135 cm zählt sie zu den engsten Gassen Europas. Am Hauptplatz der Altstadt steht das alte Rathaus. Errichtet im 14. Jahrhundert, war es mehr als 500 Jahre Sitz des städtischen Magistrats. 1420 erfolgte der Bau der Ratsstube. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde der Turm erhöht und ein Kerker und ein Stadtarchiv untergebracht. Mitte des 17. Jahrhunderts erbaute man die Hundertmannstube, in welcher sich 100 Mitglieder des Rates versammeln konnten. Rund um den Platz bauten die wohlhabenden Handelsfamilien ihre Häuser. Im Lauf der Jahrhunderte wurde vieles um- und neu gebaut und so findet man Bauelemente aus den unterschiedlichsten Epochen. Am Hauptplatz befindet sich auch ein orthodoxes Gotteshaus.
Eine orthodoxe Kirche mitten im Zentrum durfte nicht an vorderster Front stehen, deshalb wurde eine Wohnhausfassade vorgebaut. Durch einen kleinen Innenhof betritt man den Kirchenbau, der im 19. Jahrhundert errichtet wurde. Die Kirche hat ein Vorbild in der griechisch-orthodoxen Kirche in Wien und greift in der Ausstattung auf byzantinische Stilelemente zurück. In den Karpaten steht das bekannteste Schloss Rumäniens. Ein gruseliges Flair umgibt das mächtige Schloss Bran, das auch unter dem Namen Dörzburg bekannt ist. Es wurde zur besseren Verteidigung auf einem Kalksteinfelsen errichtet. Es wird immer wieder behauptet, Dracula hätte hier gelebt. Und tatsächlich besteht eine optische Ähnlichkeit zwischen der Dörzburg und der Beschreibung des Dracula-Schlosses in Bram Stokers Roman über den weltbekannten Vampir. Tatsache ist, Dracula hat nie gelebt und selbst das Vorbild der Dracula-Figur Fürst Vlad III. Hat das Schloss vermutlich nie betreten. Bereits Mitte des 14. Jahrhunderts wurde Schloss Bran errichtet. Aus Flussstein gebaut, diente es als Grenz- und Zollburg. Die wuchtigen Gemäuer voller Türme und Erker geben der Dörzburg ein romantisches Aussehen. Einer der Besitzer im 16. Jahrhundert war Lukas Hirscher, ein Königsrichter, dessen Porträt im Schloss aufgehängt ist. 1920 entschied der Kronstädter Magistrat, die Dörzburg dem neuen Landesherrn Großrumäniens, König Karol II., zu schenken. Das Schloss wurde komplett renoviert und umgebaut, um den Standard einer königlichen Residenz zu bekommen. König Karol II. Und seine Frau Maria verbrachten bis 1940 viel Zeit auf Schloss Bran. Heute ist der Besitzer Dominik Habsburg, der das Schloss zur Touristenattraktion umfunktioniert hat. Im Inneren befindet sich heute ein Museum, in dem Einrichtungsgegenstände der Familie Habsburg ausgestellt sind. Der Mythos vom Fürsten Dracula wurde weitergesponnen mit künstlichen Spinnweben und Totenköpfen aus Plastik. Es sind aber auch einige schöne Exponate dabei, wie Kleidungsstücke von Königin Maria. Eine umfangreiche Waffensammlung von Hieb- und Stichwaffen sowie Rüstungen ist zu sehen. Und gediegenes Mobiliar wie ein reich intarsiertes Klavier. Und wie es sich in einem so sagenumwobenen Schloss gehört, wurde bei Restaurierungsarbeiten vom großen Salon weg ein Geheimgang entdeckt. Das Schloss Bran oder die Dörzburg ist wie kein anderes Bauwerk Rumäniens ein großer Anziehungspunkt für Touristen. Es kommen jedes Jahr durchschnittlich 560.000 Besucher. In den Bergen Siebenbürgens liegt der Rote See. Er entstand im Jahr 1837 durch einen massiven Felsrutsch, der nicht nur Geröll, sondern auch einen ganzen Wald mit sich riss. Das Gestein staute den Fluss auf und die Baumstämme ragen bis heute aus dem Wasser.
bei bestimmten Lichteinfallen leuchtet die Farbe des Wassers rot, was auf abgelagertes Eisenoxid zurückzuführen ist. In der Moldau-Region befinden sich die schönsten orthodoxen Klöster Rumäniens. Die Klosteranlage Voronet mit der Kirche zum Heiligen Georg ist das berühmteste mittelalterliche Denkmal in der Region Bukowina. Der Baubeginn fand 1488 statt. Seinen aufwendigen Fassadenschmuck erhielt es jedoch erst 1534 bis 1535 unter dem Fürsten Petro Rares, Sohn von Stephan dem Großen. Fertiggestellt wurde das Kloster dann 1547. Damals war es bei den Moldau-Klöstern Brauch der Mönche, die Außenmauern der Kirche mit sprechenden Malereien zu verzieren, um auch dem analphabetischen Volk die Geschichten der Bibel näher zu bringen. Aufgrund der aufwendigen und kompletten Bemalung der Außenfassade wurde die Kirche als die Sixtinische Kapelle des Ostens bezeichnet. Besonders berühmt ist die Darstellung des Jüngsten Gerichts, die die gesamte fensterlose Westfassade des Voronet-Klosters einnimmt. Von oben bis unten reichen 5 Bilderreihen von Gott mit seinen Engeln über Jesus Christus und den Heiligen Geist als weiße Taube mit Adam und Eva bis zur Waage, die die Menschen in Gut und Böse teilt und die Hölle mit dem Teufel, in die sich der markante, leuchtend rote Feuerstrom ergießt. Auf der Südseite ist die sogenannte Fürbittengruppe mit Jesus Christus, der Mutter Maria und Johannes dem Täufer zu sehen. Die dominierende Farbe ist Blau, welches einst aus gemahlenem Azurit hergestellt wurde und heute noch weit über die Landesgrenzen bekannt ist. Auf diesem blauen Hintergrund wird auch der Stammbaum Jesses dargestellt. Auch die Apsis ist mit heiligen Bildern regelrecht übersät. Unter den Figuren aus der Bibel finden sich auch Philosophen der Antike, wie zum Beispiel Platon, Sokrates oder Aristoteles. Dann die himmlische und die irdische Rangordnung. Auffällig sind auch die beiden großen Figuren gleich links neben der Eingangstür. Sie zeigen den Bischof Grigore Roskas, der damals die Aufsicht über die Malereien innehatte, und den Einsiedler Daniel Sihastru mit Heiligenschein, der Legende nach Stephan dem Großen seinen Sieg gegen die Türken vorausgesagt hatte. An der Nordseite, die durch die Witterung am stärksten verblichen ist, sind Adam und Eva im Paradies auszumachen. Die jahrhundertelangen Witterungseinflüsse haben die Fresken zum Großteil zerstört. Die herrlichen Fresken setzen sich auch im Inneren der Kirche fort. Um ausreichend Platz für die herrlichen Malereien zu lassen, sind die gotischen Fenster sehr klein ausgefallen und lassen auch nur wenig Tageslicht in den Innenraum der Kirche, was eine ganz besondere mystische Stimmung erzeugt.
Die Vorhalle ist mit einer bogenartig ausgestatteten Decke, die in einer Kuppel endet, versehen und mit reichem Blumendekor ausgeschmückt. In der Kuppel ist der Sternenhimmel mit der großen Ikone der Heiligen Maria mit Kind im Mittel. Das Kirchenschiff wird vom heiligen Altar durch den Ikonostas getrennt. Im Gewölbe Jesus Christus eine Pantokrator-Darstellung, der Alleinherrschende, das Urbild der Ikonen. Auf dem angrenzenden Friedhof, dem ein mächtiger Eingangsturm vorgelagert ist, finden sich auch eine ganze Reihe deutschsprachiger Grabinschriften. Eine letzte Erinnerung daran, dass vor ihrer Umsiedlung 1940 nach Deutschland fast 100.000 deutschstämmige Menschen in der Moldau-Region lebten. Die Klosteranlage von Voronezh ist ein sakrales Gesamtkunstwerk und konnte in dieser Form nur vom orthodoxen Zweig der christlichen Kirche hervorgebracht werden. Einen Gegensatz dazu bildet die größte evangelische Kirche in Pristia. Ihr Turm misst 75 Meter und ist der höchste mittelalterliche Turm Rumäniens. Mehrere Bauphasen waren zur Errichtung des Turms notwendig und ursprünglich stand er separat neben der Kirche. Ursprünglich wurde das Gotteshaus von frühen sächsischen Siedlern gebaut, dessen Fundamente unter den gegenwärtigen Kirchenmauern noch erhalten sind. Als Neubau entstand eine romanische Basilika mit drei Schiffen, die später in ein gotisches Gotteshaus umgebaut wurde. Das Mittelschiff ist beidseitig mit einer Säulenreihe begrenzt, die in einer Kreuzgewölbedecke enden. Der Altar wurde 1499 errichtet und ist den beiden Aposteln Petrus und Paulus gewidmet. Im Gegensatz zu den orthodoxen Kirchen zeichnet sich die evangelische Kirche durch ihre Nüchternheit und Schmucklosigkeit aus. Nur die Orgel ist ein Prunkstück. Sie wurde vom bekannten Orgelbauer Johannes Brauser 1795 gebaut und mit Metallpfeifen und zwei Manualen ausgestattet. Das orthodoxe Kloster Moldovita zählt zu den schönsten Anlagen in der Bukowina. Die Maria-Verkündigung geweihte Klosterkirche wurde dank ihrer prächtigen Fassadenmalerei 1993 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die imposante Klosterkirche thront inmitten eines Gartens und ist von 5 Meter hohen Mauern mit steinernen Wehrtürmen umgeben. In einem Nebengebäude des Klosters befindet sich heute ein Museum, das unter anderem von Stephan dem Großen persönlich gestiftet wurde. Inmitten dieser idyllischen Kulisse ragen die herrlich bemalten Mauern des Moldoviter Klosters empor, das von einer heimischen Nonne einst treffend als heilige Schrift in Farbe bezeichnet wurde. Der Vorgängerbau des heutigen Klosters wurde bereits im Jahr 1410 zum ersten Mal erwähnt, fiel jedoch einem Erdrutsch zum Opfer. Im Jahr 1532 ließ Petru Rares, Sohn von Stephan dem Großen, dem Initiator der berühmten Moldauer Klöster, ein neues Kloster bauen.
1785 wurde das Kloster aufgelöst und 1935 als rumänisch-orthodoxes Frauenkloster wiedereröffnet. Das bekannteste Fresko am Kloster Moldavita ist die fantastische Darstellung der Belagerung Konstantinopels an der Südfassade. Es zeigt in unglaublichem Detailgrad eine Szene aus dem Jahr 626, als die Festung des historischen Istanbul einer Belagerung durch die Perser standhalten musste und der Legende nach durch ein Wunder der Jungfrau Maria gerettet wurde. Ebenfalls an der Südwand stellt der berühmte und oft gemalte Stammbaum Jesse die Vorfahren Christi dar. An den Pfeilern und den Rundungen der Apsis sind Propheten, Heilige, Mönche und Apostel farbenprächtig gemalt. Auffällig ist auch die Vorhalle des Klosters mit ihren drei großen Rundbögen an der Ostseite. Sowohl die Außenmauer als auch das Innere des Vorbaus schmücken Szenen aus dem jüngsten Gericht mit dem glutroten Fluss aus Feuer und dem Meer der Verdammten. Das Innere der Kirche zeigt alle 12 Monate des Kirchenjahres und zahlreiche Märtyrer in eindrucksvollen Bildern. Im Altarraum beeindruckt die vergoldete Wand und die Darstellung der Passion Christi, die zu den kostbarsten Kunstwerken aller Moldauer Klöster der Bukowina zählt.